Das Motoröl. Es schmiert die beweglichen Teile im Verbrennungsmotor, kühlt, reinigt und schützt Metallteile gegen Korrosion. Circa 250 Öle gibt es auf dem Markt. Aber welches Öl für welches Auto? Grundsätzlich sollte man ein Öl wählen, das in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges erwähnt ist. Die Fahrzeughersteller haben oft eigene Qualitätsnormen und genau diese Bezeichnung sollte dann noch auf der Öldose stehen. Alle Öle sind prinzipiell mischbar. Aber die Qualität verbessert sich durch das Mischen nicht. Das Öl sollte immer der gleichen Spezifikation entsprechen. Aber was tun, wenn man tatsächlich mal das komplett falsche Öl erwischt hat? Beim falschen Nachfüllen besteht Gefahr für den Motor, nicht sofort, aber vielleicht später, weil die Schmierfähigkeit sich verschlechtert hat. Hier ist in vielen Fällen der Werkstattkontakt notwendig. Das steht in der Bedienungsanleitung. Möglicherweise muss das gesamte Öl dann gegen ein vorschriftsmäßiges ausgetauscht werden. Zu wenig Öl ist gefährlich, da dann die Ölpumpe Luft zieht und die Schmierung nicht mehr gewährleistet ist. Es droht ein kapitaler Motorschaden. Daher Ölstand kontrollieren und das nicht zu knapp. Wir empfehlen, den Ölstand bei jedem Tanken zu kontrollieren. Die Hersteller schreiben teilweise ein bisschen was anderes vor, aber viel prüfen schadet nicht. Was auch nicht schadet, das Öl aufheben. Motoröl lässt sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Kanister etwa 3 bis 5 Jahre lagern.